Kennedaten der M1-Schaltung mit ohmscher Last sind im Skript aufgelistet, wie gerade gesehen. Wir wollen jetzt hier bloß trotzdem uns mal kurz anschauen, weil das eine relativ einfache Schaltung ist, wie wir die berechnen, so als Beispiel auch für dann später kompliziertere Schaltungen, wie man vorgeht. Zum Beispiel der Mittelwert der Ausgangsspannung würden wir hier berechnen über die Definition 1 durch t mal das Integral 0 bis t über den Wert der Ausgangsspannung UA von t dt. Tatsächlich, die Ausgangsspannung, wie vorher dargestellt, ist hier abschnittsweise 0 und in der Hälfte des Intervalls gleich der Eingangsspannung, das heißt gleich U max mal Sinus Omega t. Das heißt, wir können das Integral vereinfachen, 1 durch t Integral 0 bis t halbe über U max mal Sinus Omega t dt, und wenn wir das jetzt lösen, dieses Integral, kriegen wir raus, wir haben hier 1 durch t mal u max durch Omega mal minus Cosinus Omega t in den Grenzen von 0 bis t halbe ausgewertet. Tatsächlich, Omega an dieser Stelle ist 2 pi mal f, beziehungsweise 2 pi durch t. Setzen wir das ein, kriegen wir hier 1 durch t mal u max durch 2 pi mal t. Das t kürzt sich, und wenn wir jetzt hier einsetzen, zunächst die obere Grenze minus Cosinus von 2 pi durch t mal t halbe, kriegen wir also Cosinus von pi plus Cosinus von 0. Dann haben wir hier minus Cosinus von pi, das gibt minus 1. Mit dem minus 1 hier vorne macht das insgesamt plus 1. Hier haben wir Cosinus von 0 gibt plus 1, also ist hier das gesamte, dieser gesamte Ausdruck für die Stammfunktion ausgewertet. 2 kürzt sich mit der 2 von hier, und wir kriegen raus, der Mittelwert der Spannung ist U max, Spitzenwert der Netzspannung, geteilt durch Pi. Das ist also UA average, so wie auch im Skript dort zu finden. Als zweite Größe wollen wir noch den Effektivwert der Ausgangsspannung bestimmen, UA effektiv, hier wiederum über die Definition das Integral, die Wurzel aus 1 durch t mal das Integral über das Quadrat der Ausgangsspannung über eine Periode. Auch hier können wir wieder vereinfachen, dass wir nur über t halbe integrieren. Das heißt, wir kriegen hier Integral, Wurzel aus 1 durch t das Integral 0 bis t halbe. Jetzt an dieser Stelle u max Quadrat mal Sinus Omega t ins Quadrat dt. Wenn wir das lösen wollen, schreiben wir den Sinus um. Das heißt hier Sinus x Quadrat ist gleich 1 minus Cosinus 2x mal 1 halb. Das heißt hier, ich schreibe es kurz hin, Sinus Quadrat von x ist 1 halb mal 1 minus Cosinus von 2x. Setzen das hier also ein, dann kommen wir auf Wurzel aus 1 durch t mal das Integral 0 bis t halbe u max Quadrat halbe mal 1 minus Cosinus, und setzen wir hier das Omega von vorhin ein, 4 pi durch t mal t dt. Und dieses Integral ist jetzt relativ einfach zu lösen. Das heißt, hier der Faktor u max Quadrat halbe können wir vor das Integral ziehen, 1 minus Cosinus 4pi durch t mal t integriert über eine halbe Periode ist nur das Integral über die 1 hier vorne, weil tatsächlich dieser Cosinus die doppelte Frequenz hat wie die eigentliche Periodendauer. Wir integrieren also über eine ganze Periode einer Sinus- bzw. Cosinusfunktion, das ist immer 0. Also kriegen wir hier raus, wenn wir das Integral lösen, dieses Integral ist t halbe minus 0. Obere Grenze minus untere Grenze, das heißt hier 1 integriert gibt t, dann eingesetzt obere Grenze minus untere Grenze t halbe minus 0. Also kriegen wir raus, das ist insgesamt 1 durch t u max Quadrat halbe mal t halbe oder u max halbe, wenn wir das aus der Wurzel rausziehen. Und das ist dann der Effektivwert hier dieser Ausgangsspannung. Mit diesem Effektivwert können wir jetzt auch den Leistungsfaktor hier bestimmen. Das wollen wir auch noch als letztes machen. Das heißt, was wir dafür brauchen, ist der Effektivwert des Eingangsstromes. Da rufen wir ins Gedächtnis, der Effektivwert des Ausgangsstromes ist gleich der Effektivwert des
Eingangsstromes, das ist auch der Effektivwert des Diodenstromes. Und den können wir jetzt relativ einfach bestimmen, weil das ist tatsächlich dann Effektivwert der Ausgangsspannung durch den ohmschen Lastwiderstand, da wir hier bloß einen ohmschen Widerstand als Belastung haben. Und jetzt können wir den Leistungsfaktor bestimmen. Das heißt, wenn wir hier einsetzen, haben wir U max halbe mal 1 durch R. Und jetzt bestimmen wir den Leistungsfaktor. Die Scheinleistung ist das Produkt UE-Effektiv mal IE-Effektiv. UE-Effektiv ist einfach nur U max durch Wurzel 2. IE-Effektiv ist das, was wir hier gerade ausgerechnet haben. U max halbe mal 1 durch R. Also kriegen wir hier raus U max Quadrat durch 2 mal Wurzel 2 mal 1 durch R. Und die Wirkleistung, die am Eingang aufgenommen wird, P bzw. PE, ist die Ausgangsleistung, die wir auch abgeben, weil wir hier keine Verluste angenommen haben. Das heißt hier UA effektiv Quadrat durch R, also U max Quadrat Viertel mal 1 durch R. Und das setzen wir jetzt ein, fassen das zusammen, der Leistungsfaktor Lambda als der Quotient Wirkleistung geteilt durch die Scheinleistung. Hier also U max Quadrat Viertel mal 1 durch R durch U max Quadrat durch 2 Wurzel 2 mal 1 durch R. Wir sehen, das meiste kürzt sich hier. Es verbleibt also hier der Leistungsfaktor Lambda gleich 1 durch Wurzel 2, wenn wir jetzt hier den verbliebene Wurzel 2, wenn wir hier erweitern, Wurzel 2 durch Wurzel 2 und dort durchmultiplizieren. Und damit haben wir jetzt hier den Leistungsfaktor für diese M1-Schaltung mit ohmscher Belastung ausgerechnet. Und Achtung, wie bereits vorher gesagt, dieser ist kleiner als 1. Das heißt, diese Schaltung erzeugt jetzt Blindleistung, aber nicht so, wie wir es aus Grundlagen-Elektrotechnik kennen, als Blindleistung, die entsteht, weil wir eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung haben, sondern weil der Netzstrom Oberschwingung enthält, also andere Frequenzanteile als die Grundschwingung, das heißt so eine Verzerrungsblindleistung, das ist ein nichtlinearer Verbraucher am Netz.